Herzlich willkommen auf dem Jack Family Modellbaukanal und einer weiteren Folge zu meinem neuen Projekt in diesem Jahr, der H0 Modellbahnplatte. Ja, im Urlaub habe ich ja nun auch fleißig gebaut, da hatte ich ja den Aussichtsturm von Fallach zusammengebaut und das Video ist ja schon hochgeladen, das gab es ja an Silvester noch für euch. Ja, hatte euch ja in dem Video auch schon angekündigt, dass noch ein zweites Fallach-Modell im Petto oder dass ich noch ein zweites Fallach-Modell im Petto habe und das ist dieses, was ihr hier seht. Auch dieses Set gibt es seit, ich glaube, bestimmt schon seit 5 Jahren nicht mehr zu kaufen. Wurde, glaube ich, vor 10 Jahren mal auf den Markt gebracht von Fallach. Allerdings habe ich von diesem Set noch nicht viele Videos bei YouTube gesehen, eigentlich noch gar keine. Also finde ich sehr schade, ist eine tolle Sache und ich persönlich habe auch einen Bezug dazu, so ist es nicht. Und ich habe das Set original verpackt, eingeschweißt, zu einem relativ günstigen Preis bekommen können. Da mache ich es dann genauso, wie ich das mit dem Aussichtsturm auch gemacht habe. Wir schauen gleich mal ganz kurz oberflächlich rein, was so drin ist, was genau das überhaupt ist. Die Zusammenbaubilder packe ich euch dann wieder untermalt mit Musik ins Video rein, so wie ich das mit dem Aussichtsturm auch gemacht habe. Und dann gibt es am Ende nochmal ein Video von dem fertigen Modell und deren Funktionen. So. Und zwar ist das die Artikelnummer 14.0415, die Trabershow von Fallach. Wer sich ein bisschen auskennt im reisenden Gewerbe, so wie eben ich, der müsste von der Trabershow schon mal was gehört haben. Es gibt in Deutschland zwei große Artistenfamilien, die Hochseilshows betreiben. Und das ist zum einen die Familie Traber und zum anderen die Familie Weisheit. Und Fallach hat von der Familie Traber ja die Hochseilshow, die Trabershow, quasi als Set rausgebracht, als Modell. Fand ich schon immer spannend. Also beide Familien, glaube ich, habe ich schon mal live gesehen. Familie Weisheit als auch Familie Traber. Und deswegen bietet sich das an und dann freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das dann letztendlich fertig, funktionstüchtig auch auf der Anlage später haben werde. Ich werde es mal näher ranholen. Hier seht ihr im Groben das, was im Set drin ist. Ihr habt einmal den LKW mit dem Hochmast. Ne? Und dann haben wir jede Menge elektrische Bauteile, ein Steuerteil, Reed-Kontakte, ein Motor und natürlich jede Menge Kleinteile. Und das Ganze ist dann wie folgt. Ne? Hier haben wir den Hochmast. Hier ist ein langes Drahtseil gespannt und auf diesem Drahtseil fährt ein Motorrad immer rauf und runter und unten drunter hängt halt sozusagen eine Artistin dran. Ja? Und am Hochmast ganz oben ist dann auch eine Artistin, die dann, ich glaube, einen Kopfstand macht oder einen Handstand, sowas in der Richtung. Also vielleicht hat sowas der ein oder andere von euch schon mal live gesehen. Ich finde das immer wieder faszinierend, spannend, vor allem auch so einen riesen Turm aufzubauen. Ich habe das auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass zum Beispiel diese Hochseile, wo die Motorräder drüber fahren, dass das über ganze Flüsse gespannt wird. Das heißt, sie fahren dann über einen Fluss zum Beispiel mit den Motorrädern. Finde ich eine total spannende Sache, dass das Ganze auch als Set rausgekommen ist. Das heißt, auch nachher als fertige Funktion wird das Motorrad hier rauf und runter fahren. Dafür bedarf es aber einer Extraplatte. Das muss schon separat eingebaut werden sozusagen. Ist halt nicht wie bei dem Aussichtsturm, den baut man zusammen und stellt ihn dann auf die Anlage, sondern das hier muss man schon mit richtig in der Anlage integrieren. Dafür habe ich mir auch schon eine Holzplatte geholt, wo ich das Ganze dann schon drauf fertig machen werde und dann wird das Ganze sozusagen als komplettes Diorama sozusagen in der Anlage integriert. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, hier haben wir ein paar Chrombauteile. Dann selbstverständlich eine Anleitung. Hier nochmal wahrscheinlich ja, Sicherheitshinweise. Wir haben hier ein bisschen Schotter für die Container sozusagen später, die den Hochmast auf Position halten. Dann haben wir hier Stickers, also nicht wie bei dem Aussichtsturm, dass man hier irgendwas ausschneiden muss, sondern das sind richtig Aufkleber. Finde ich auch gut so. Hier verbirgt sich dann der ganze Rest drunter. Die ganzen Spritzlinge für diese ganzen einzelnen Sachen. Das Einzige, was ich noch dazu kaufen muss, denn es sind 2 große Scheinwerferwagen mit dabei. Nur die LEDs für die Scheinwerfer eben nicht. Die muss man separat noch kaufen. Das werde ich noch machen. Und ja, dann haben wir hier nochmal eine Tüte mit ganzen Kleinteilen. Ihr seht, hier sind die Figürchen. Dann haben wir hier ein bisschen Schnur, Perlonfaden, ein Drahtseil, ein Motor, Schrauben. Hier sind die Fahrzeugteile. Hier sind auch die
Read-Kontakte und alles, was dazugehört. Ja, dann haben wir hier die Teile zum Beispiel für die Container. Dann haben wir hier die Teile zum Beispiel für den Hochmast unter anderem. Also ihr seht, hier ist eine ganze Menge. Und natürlich, ganz wichtig, die Steuerung, die nachher das Ganze sozusagen steuert, dass das Motorrad rauf und runter fährt. So wie ich das gelesen habe, kann man wohl auch das Ganze, wenn man so wie ich eine digitale Zuganlage hat, das Ganze wohl auch digital ansteuern. Wie genau das funktioniert, davon habe ich noch gar keine Ahnung. Da habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt mit. Das muss ich noch machen. Mir ist erstmal wichtig, dass wenn das zusammengebaut ist, ich das Ganze halt einfach schlichtweg erstmal über einen Taster starten kann. Dass das seinen Lauf nimmt, dass das Ganze so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann, wenn die Anlage so nach und nach am Entstehen ist, dass ich dann halt auch entsprechend anfange, das Ganze zu digitalisieren. Ich dann hoffentlich auch mit der Fernbedienung von der Pico starte, dass ich das Ganze dann sozusagen auch noch ansteuern kann und nicht mit einem Taster. Mal gucken. Da muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Davon habe ich gar keine Ahnung, null Ahnung sozusagen. Ich weiß nicht genau, was man dafür braucht. Ich weiß nur, dass man noch LEDs braucht. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich ans Werk machen. Und das heißt, ich werde mir heute noch ein bisschen den Bastelsonntag genehmigen und hier noch ein bisschen bauen. Wie gesagt, ich dokumentiere das für euch dann wieder mit Fotos, unterlege das im Video und dann sehen wir uns danach wieder mit dem fertigen Modell und deren Funktion. Ja, na dann, auf ans Werk. Los geht's.
etwas mehr als einem Tag Bauzeit habe ich die Faller Trabershow jetzt fertig. Habe sie auch schon auf einer Holzplatte. Das Ganze muss dann später sozusagen nur noch auf der Anlage so als Ganzes integriert werden. Das wird ein fertiges Diorama. Mal schauen, ob ich das fest installiere oder ob ich das so mache, dass ich diese Platte jedes Mal rausnehmen kann oder ob sie einfach fest installiert wird. Auf jeden Fall wird die natürlich noch entsprechend mit Grünzeug, Pflastern und Steine und so weiter und Figuren noch ausgestattet. Vielleicht noch ein paar Häuschen, je nachdem wie viel Platz ist. Mal gucken, wie sich das Ganze und vor allem wo sich das Ganze dann nachher am Ende auch auf der Anlage befinden wird. Was ich sagen wollte ist, und zwar die Scheinwerfer, die, das sind zwei Stück, die habe ich im Groben schon zusammengebaut, habt ihr ja auf den Fotos gesehen, aber ich habe sie noch nicht final zusammengesteckt oder zusammengeklebt, denn hier fehlen noch die LEDs hier drin. Die habe ich bestellt, die sollten morgen eigentlich ankommen, also zumindest gehe ich davon aus, dass sie morgen ankommen und dann werde ich die einbauen, anschließen und gucken, wo ich oder wo ja der beste Platz sozusagen für die Scheinwerfer ist. Ja, dann war es glaube ich so, dass man das Maß zwischen dem Masten und dem Endstück, zwischen denen also das Motorrad eigentlich hin und her fährt, frei wählbar war, aber ich glaube mindestens 40 cm sollte man haben. Ich glaube, ich habe jetzt 50 genommen. Ich müsste mal nachmessen, ob das 50 oder wenn nicht sogar 60 cm sind. Ja, ich glaube, es sind 60. Ja, ich habe 60 cm gewählt. Das ist also das, was ich jetzt hier auch mit dem Zollstock so anlänge habe. Das sind in etwa 60 cm. Hier, wo mein Daumen ist, hier wären 40 cm gewesen. Also ich habe 20 cm mehr genommen, einfach weil es ein bisschen authentischer aussieht. Ich habe sowas ja in real schon ein paar Mal gesehen. Daher weiß ich, wie in etwa das Ganze aufgebaut ist und das kommt dem schon auch von der Länge nahe. Dann hatte ich Schwierigkeiten mit der Steuerung. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an den Read-Kontakten, an einem der Read-Kontakte lag oder ob ich einfach, ich habe keine Ahnung, mit der Bedienung dieses Teils hier nicht klar kam. Hier unten ist das, weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ist ja auch nicht so ganz so dramatisch. Im Endeffekt sind drei Read-Kontakte verbaut, einmal hier am Ende und einmal hier am Ende, weil sich ja unterirdisch das Seil hin und her bewegt. Das ist dann mit zwei Federn wird das gespannt und an den Enden ist jeweils ein Magnet. Das heißt, wenn der eine Magnet hier drüben am Read-Kontakt ankommt, stoppt er. Und wenn der andere Magnet hier drüben ankommt, stoppt er dann auf der anderen Seite. Zusätzlich ist aber noch ein dritter Read-Kontakt eingebaut. Und zwar befindet sich hier unten wie so eine Art Scheibe mit Magnet. Ihr habt es beim Zusammenbauen gesehen und dieser Magnet, der dreht sich halt permanent und immer wenn der am Read-Kontakt vorbeikommt, weiß ich nicht, ob der dann mitzählt oder sowas, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich erstmal einen provisorischen Taster, dann zeige ich euch mal. Achso, natürlich haben wir drei Figuren, wollte ich noch erwähnt haben, und zwar einmal hier unten die Püppi, die hier sitzt, dann der Motorradfahrer und hier ganz oben auf dem Turm, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sehen kann, hier oben auf dem Turm ist auch noch eine Figur, aber ihr habt es ja beim Zusammenbauen gesehen. Es waren aber auch noch Teile für ein komplettes zweites Motorrad übrig. Also habe ich noch ein zweites gebaut. Das stelle ich einfach hier unten daneben. Das habe ich, ich glaube, mit in dem einzigsten Video, was ich bei YouTube finden konnte, habe ich das auch gesehen. Da hat das auch jemand gemacht. Das fand ich eine ganz gute Idee. Solange die Teile noch dafür da sind, es waren ja mehr als genug Teile für ein zweites Motorrad da, habe ich jetzt einfach noch ein zweites gebaut, stelle das mit dazu. Dann, ja, die vier Schnüre für den Hauptmast, die sind auch schon gespannt. Ich hoffe, dass sich da nachher nicht allzu viel noch löst, wenn ich das Ganze auf der Anlage quasi final hinsetze. Weil sonst muss ich es nochmal nachspannen oder die, ich meine, die Container, die sind nur geklebt. Heute habe ich hier den Kies noch eingefüllt und mit Holzleim-Wassergemisch noch mit reingekippt, dass das quasi schön trocknen kann oder schön verklebt. Und ja, wenn das trocken ist, ist das natürlich auch schön stabil, kann dann eigentlich auch nicht mehr rausfallen. Und sollte ich irgendeine Schnur kürzen müssen, ja, dann muss ich halt den Container versuchen nochmal zu lösen. Der ist nur mit Sekundenkleber befestigt, in der Regel bekommt man es doch nochmal ab, mit Glück. Aber ich hoffe nicht, dass das nötig sein wird. Wir werden es sehen, wenn es dann nachher final auf der Anlage steht. Das Hauptseil, also hier ist wie so ein Drahtseil gespannt, im Endeffekt läuft das Motorrad mittels, da sind so kleine runde Federn unter den Reifen und in diesen oder diese Federn umfassen sozusagen hier dieses Drahtseil. Da ich das ja nun aber nicht final auf der Anlage hier zusammengebaut habe, weiß ich nicht, wenn das Ganze auf der Anlage ist, ob das dann wirklich noch straff genug ist. Und somit habe ich hier
das Ganze mit Schrauben an den Enden durch die Container befestigt. Und erst wenn das Final auf der Anlage ist, weiß ich nicht, ob ich dann auch noch Schotter reinmache oder ob ich das einfach so lasse, falls ich doch nochmal in irgendeiner Form nachjustieren muss. Deswegen lasse ich mir die Option offen, weil wenn ich das jetzt voll mache und final fertig mache, dann kann ich hier nachher nichts mehr ändern. Dann ist es, wie es ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich schalte einmal ganz kurz und ihr schaut mal, wie das Motorrad, muss nur schauen, dass untenrum alles frei ist. Ja, das sieht gut aus. Gut, auf geht's. Lassen wir das Motorrad mal fahren. Ja, ihr seht, es fährt ziemlich dicht an den Mast dran und der Motor arbeitet manchmal noch weiter. Manchmal ist es so, dass es aber auch wirklich kurz davor erst stehen bleibt. Also es kommt ziemlich selten vor, dass das Motorrad, so wie gerade eben, hier oben richtig andippt. Meistens ist es so, dass es ja kurz vorher stehen bleibt, was ich natürlich schöner finde. Wir gucken nochmal, zweiter Versuch. Ihr seht, das Ganze fährt langsam an, fährt doch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit nach oben, wie es im Original auch ist. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann mal bei YouTube eingeben, Trabershow oder Hochseil Familie Weisheit, je nachdem. Die machen beide in etwa das gleiche, ähnlich, sage ich mal. Beide haben zumindest so einen Turm, wo oben drauf jemand auf dem schwenkenden Mast, auf dem Hochmast, Handstand macht, während der schwenkt, und dann wird mit dem Motorrad eben auf so einem Drahtseil hochgefahren. Manchmal sind auch mehrere Drahtseile gespannt und fahren dann halt mehrere Motorräder hoch. Ich glaube, die Familie Traber hat es sogar schon geschafft, mit einem Auto hochzufahren auf einem Drahtseil. Ganz interessante Geschichte. Wer sich das mal im Original anschauen möchte, einfach mal bei YouTube gucken und suchen nach der Traber-Show. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, ob er jetzt rechtzeitig vorher stehen bleibt, weil er bremst eigentlich auch nochmal. Ja, jetzt haben wir es gesehen. Er bremst langsam ab, er fährt nicht ganz bis zum Turm ran, hat ganz gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Der Bau hat an und für sich Spaß gemacht, allerdings kam es mir beim Bauen zwischenzeitlich immer so vor, als würde nicht viel passieren. Bei dem Aussichtsturm war das anders, da waren ja sehr viele große Teile und immer wenn man was zusammengebaut hat, sieht man das im Endeffekt auch, hier sind sehr viele Kleinteile. Also im Endeffekt hat dieses Set von Faller hat grundsätzlich mehr Teile als der Aussichtsturm, aber beim Bauen hat man dann immer den Eindruck gehabt, es geht gar nicht vorwärts, also es passiert nicht wirklich viel, was aber auch daran liegt, dass zum Beispiel nur allein diese Unterkonstruktion mit dem LKW und der Hochmast auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und sehr viele Kleinteile mit dran geklebt werden, die natürlich im Gesamten schön aussehen, aber ist jetzt nicht die Masse, wo man sagt, ah, jetzt müsste aber was passieren. Ja, im Grunde bin ich sehr zufrieden mit dem Set, es hat nach... Ich glaube, ich habe am ersten Abend, nachdem ich soweit fertig war, wollte ich es testen. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe 4 Stunden lang nur getestet und es wollte nicht so fahren, das Motorrad, wie ich das gerne wollte. Und gestern hat es dann auch geklappt und seitdem fährt es auch toll, toll, toll. Dann habe ich die Kanister hier noch, also nicht Kanister, hier die Container noch rangestellt gestern und mit Schnüren versehen. Das habe ich gestern noch gemacht. Die Scheibenwerfer habe ich fertig gemacht gestern. Heute vorhin habe ich das Motorrad noch fertig gemacht und ja. Jetzt ist eigentlich alles fertig, bis auf die LEDs für die Scheinwerfer. Ich bin gespannt, ob die auch wirklich was bringen. Wenn die da sind, werde ich sie einbauen, ausleuchten oder mal ranhalten und gucken, wie stark das Licht ist, wie gut das aussieht. Ansonsten, ja, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Ich finde das Set toll. Ich finde es schade, dass es davon nicht so viele Videos bei YouTube gibt, dass man sich das mal anschauen kann. Es ist ja immer doch manchmal eine Entscheidungshilfe, eine Kaufentscheidungshilfe, wenn man sich bei YouTube manchmal so das ein oder andere Video von einem bestimmten, ja, Produkt anschaut, ist das manchmal doch nochmal eine Hilfe. Darüber habe ich aber nichts gefunden. Da ich aber zu der Traber schon Bezug habe, weil ich es ja einfach schon mal live gesehen habe und ich einfach diese Technik interessant finde, so ein Riesenturm, der manchmal auf Marktplätzen aufgebaut wird und da wird er mit Motorrad ein Seil hochgefahren. Ich meine, da kann nicht viel passieren. In der Regel fahren sie wie so auf einer Art Felge oder so ein Hartgummireifen, der in der Mitte wie so eine Nut hat. Das Ding kann also eigentlich gar nicht aus dem Seil springen und durch das Gewicht unten, was unten drunter hängt, kann das Motorrad auch nicht umkippen. Also ist in meiner Meinung nach eigentlich kein Kunststück. Das Kunststück ist, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Motorrad noch einen Kopfstand macht und die unten, die Artistin auch nochmal irgendwas macht und das dann bei so einer Höhe, ist schon ein bisschen beeindruckend. Am beeindruckendsten ist meistens immer dieser Hochmast, wenn dann oben der Künstler oder der Artist drauf ist und dann schwankt der Turm immer. Ich kann es mal versuchen, so ein bisschen zu demonstrieren. Der schwankt dann immer so hin und her. Ich finde das immer mega beeindruckend, sowas live zu sehen. Total spannend und ja,
hatte immer schon ein bisschen mit diesem Set geliebäugelt. Ich hatte bloß keine H0-Anlage. Jetzt hatte ich einen Grund, mir das Set mal zu kaufen und verhältnismäßig relativ günstig, wenn man das jetzt mit dem Originalpreis vergleicht. Habe ich hier mehr oder weniger ein Schnäppchen gemacht dafür, dass es original und eingeschweißt war. Ich bin zufrieden, es funktioniert, wie es soll. Und das ist doch die Hauptsache. Ich hoffe, es findet auch einen schönen Platz auf der Anlage. Wird schön in Szene gesetzt. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es eine Weile jetzt auch reibungslos funktioniert und dass es dann nicht über kurz oder lang irgendwelche Schwierigkeiten gibt damit. Ich habe aber von allen noch genügend Glas, heißt ich habe von diesen Seilen, die das Motorrad nach oben und unten bewegen, habe ich eigentlich noch genug da, sollte es mal reißen, habe ich noch was da. Genauso dieses graue Seil, da war auch mehr als genug, das würde jetzt vielleicht nicht nochmal komplett über die Anlage reichen, aber es ist immerhin noch genügend da, um dass man das vielleicht für weiß ich was. Ich habe es noch nicht getrennt komplett, das müsste ich eigentlich noch machen, aber man kann den Rest zur Seite legen für andere Sachen, die man vielleicht später noch machen möchte. Ja. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, ihr habt den Zusammenbau gesehen, ihr seht jetzt das fertige Dingens. Ihr werdet sicherlich auch im Laufe des Jahres irgendwann vielleicht mal auf der Anlage wiedersehen. Und bis dahin werde ich ja hoffentlich ein sicheres Plätzchen dafür finden. Ich werde die Woche definitiv noch anfangen mit der Anlage. Aber wenn das Video online kommt, ist die Woche wahrscheinlich schon längst rum und es ist schon deutlich mehr passiert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Ich, wie gesagt, habe gerade viel um die Ohren, dadurch, dass ich ja ein Camping-Car jetzt noch drehen muss. Das Ganze muss noch bearbeitet werden. Dann das Video, das muss auch noch bearbeitet werden. Ja, und dann muss ich nebenbei noch die Anlage bauen, das Ganze auch noch versuchen, ein bisschen zu dokumentieren. Wie gesagt, da soll es diese Woche losgehen. Da werde ich mal zum Baumarkt tingeln und Material holen, die Ecke freiräumen, wo das Ganze dann später hin soll, umräumen ein bisschen und die Platte erstmal versuchen aufzubauen. Und vielleicht findet die da hier schon ihren Platz. Erstmal sind wichtig, dass sie Schienen legen. Und zwischen den Schienen, da wo Platz ist, kommt das Ding dann halt irgendwo hin. Gut, das soll es erstmal gewesen sein zur weiteren Vorbereitung auf meine Modellbahnanlage. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich weiß nur nicht, wie schnell es geht. Ja? Es kann sein, dass hier viel passiert, aber ich nicht so schnell hinterherkomme, das bei YouTube auch hochzuladen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick zeigen kann über ein Modell, was vielleicht nicht jeder hat und was man nicht so oft bei YouTube auch findet in Funktion. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall jetzt im Anschluss noch mal ein paar Detailaufnahmen. Dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.